dafür, dass ich mein Fett auch in der Mitte habe. Das spiegelt halt dann wieder, Fett ist der beste Geschmacksgeber und Träger. Ist dadurch halt vom Rinderrücken das geschmacksintensivste Steak. Das Roastbeef dahinter ist halt wesentlich fettfreier, dementsprechend nicht so stark im Eigengeschmack. Bei dem Wagyu ansonsten gibt es halt viele Mythen, Geschichten, dass es halt massiert wird. Ich weiß, dass es halt Massage auch gibt. Wie Adrian schon sagte, wo halt ein Wagyu gespielt wird, dass die halt ein bisschen Beschallung bekommen. Das sorgt einfach dafür, dass die Tiere, sag ich mal, entspannt. Was für eine Musik ist, glaube ich, relativ unrelevant. Es ist halt da einfach nur wichtig, dass es, oder das Wagyu Koberin steht einfach nur dafür, dass bei der Aufzucht extrem drauf geachtet wird, wie es aufwächst, was es das Beste bekommt und dass es natürlich halt auch ein bisschen massiert wird, gefüttert wird und allem drum und dran. Und dementsprechend sieht man es hier bei dem Schritt halt auch ganz schön an der Fettmarmorierung. Es ist halt einfach eine Fettmarmorierung, spricht halt einfach für Qualität und dadurch halt auch nach einem intensiveren Geschmack, nach einem intensiveren Eigengeschmack. Und Sie werden es halt gleich merken, dieses Stück schmeckt halt wesentlich intensiver als das erste.